Hey, servus und was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht es gut. Ich melde mich hier aus meinem Bett, denn ich habe hier meinen Laptop aufgebaut mit Mikrofon. Ich hoffe, das Mikro ist okay und es stört euch nicht zu sehr. Ist ja auf jeden Fall ärgerlich, wenn doch. Aber auf jeden Fall, wir sind hier in Jeddah PSGL und zum ersten Mal ist der Stream nicht am Laggen. Zum ersten Mal gutes Gameplay, gute Kameraqualität hoffentlich. Also gut, die Kamera ist nicht so, aber das die eine von Mercedes, die Webcam. Deswegen, aber ich glaube, Gameplay an sich sollte jetzt ein bisschen besser sein. Auch kein Delay mehr. Deswegen, ja. Endlich läuft's mit einer Capture Card. Dual PC Setup. So. Aber es geht ja heute ums Gameplay. Jeddah lief nicht gut für mich im Training. Ich war einfach off-pace. Ich glaube tatsächlich auch, klar, jetzt kommen wieder Ausreden, bla bla bla, mimimi. Es sind keine Ausreden. Ich liste sie einfach nur auf. Die Geschehnisse, was ihr damit machen wollt, ist mir völlig Latte. Ich sehe da oft genug Leute, die sich immer beschweren und sagen, ach, einmal regt er sich auf, einmal ist er abgehoben. Wenn ihr einer davon seid, ehrlich, geht in die Klapse. Sorry. Es ist einfach nur, ich kann hier auch einfach sitzen, gar nichts sagen, gar keinen Commentary mehr machen, dann habt ihr nur noch Gameplay, so. Aber auf jeden Fall der Rig bei Mercedes. Das Lenkrad ist am Wackeln, der Monitor viel zu hoch und es ist einfach nicht ideal. PC ist auch ein bisschen am Ruckeln, so die ganzen kleinen Ruckler, die ihr vielleicht seht, die sind, die sehe ich auch, die sind echt unangenehm fürs Fahren, eine Slideshow. Und die Runde war nicht so brillant. Letzte Kurve war die einzige gute. Der Rest von der Runde war langsam als meine Banker. Wir waren damit definitiv raus. 17. Platz. Und ja, wir hätten durchgehen können ins Q3. Ins Q2 auf jeden Fall. Ja, shit, mit ein bisschen besseren ersten und zweiten Sektor. Aber gut, hätte Fahrradkette, so ist es nun mal. 17. Platz. Lief nicht so gut. Oh, man. Aber das Rennen ist lang. Auch die Rennpace war nicht überragend. Ich hatte echt keine gute Pace in Jeddah, was mich wundert, weil in 2021 hatte ich sehr gute Pace. Deswegen, ja, schauen wir mal, ob es wirklich am Simulator liegt oder ob es einfach eine One-Off-Week war, wo es einfach jetzt nicht so lief. Egal wie, wir sind jetzt im Rennen und vor uns kurz mal stillgestanden, wir mussten ausweichen, dadurch verlieren wir die Position an Dani. Ein bisschen unlucky, aber gut, ist wie es ist. 18. Davon können wir noch einiges rausholen. Das Rennen ist ja lang, 25 Runden, vor allem Jeddah. Wir wissen immer, ihr seht ja hier schon, es ist einfach permanent Chaos, immer Chaos. Es ist, Jeddah ist nie ruhig, wirklich. Ich habe noch kein Jeddah-Rennen gesehen, wo kein Chaos war. Da gibt es immer Unfälle, immer irgendwelche Kollisionen, in Real Life als auch im Simulator. Es ist immer dasselbe, diese Strecke, die ist einfach chaotisch. Eine coole Strecke, aber sehr chaotisch. Und tatsächlich ist es die einzige Strecke in F1 23 ohne Marbles, was ein Pluspunkt ist, aber gut. Ich war einfach zu langsam auf der Strecke, leider. Nun gut, der einzige hinter uns, gerade auf Mediums, ist Alvaro Carraton. Gut, wir haben auch nur zwei Leute hinter uns, das ist ein guter Witz. Aber die meisten Leute waren auf harten Reifen unterwegs, es gab ein paar Softrunner. Aber überwiegend waren es hart und daneben Medium, glaube zwei, einer davon Carraton. Und ja, schauen wir mal. Ich will ihn natürlich hinter mir halten. Er ist auf Mediums. Ich kann ihn dadurch Zeit verlieren lassen. Dann haben wir schon mal ein Problem weniger am Ende vom Rennen. Und jetzt ist er ganz nah hinter uns. Und ihr seht jetzt auch im Rückspiegel. Er lenkt ein bisschen links, rechts. Ich weiß nicht, ob er damit sagen will, er wird nicht attackieren. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Und er hätte uns nicht attackiert. Vielleicht hätte ich die Linie halten können. War dumm von mir. Dadurch kam er erstmal alongside. Hier alles schön clean. Aber jetzt im Mittelsekt, jetzt in diesem Part hier, da überschießt er es komplett, geht auf Track, kommt wieder richtig unsafe auf die Strecke zurück, müsste eigentlich die Position wieder hergeben, macht das nicht. Und jetzt hier, durch diesen kleinen Kontakt, ich kann es nicht fassen, wir fahren nicht auf Sim Damage, hatte ich Wing Damage. Okay, mein Flügel hat Schaden genommen. Und es wurde mir nicht angezeigt vom Spiel, keine Meldung, nichts. Anscheinend alles top wie immer. Was keinen Sinn macht. Es war nämlich nicht top. Ich habe das Untersteuern gespürt. Und ich war fest davon überzeugt. Aber zu der Zeit wusste ich es jetzt auch nicht 100%. Denn das Problem ist, man kann es nicht checken. Man weiß es nicht. Und dann wusste ich einfach nicht, okay, meine Pace war echt mies auch im Quali und sonst wie.
Was ist, wenn ich gerade einfach echt zu langsam bin? Ich habe echt mich schon wieder angezweifelt und wusste echt nicht, was ich tun soll. Vielleicht hatte ich einfach wirklich so eine miese Pace und habe so gestruggelt gegen alle anderen, dass es dazu kam. Aber ja, wir haben uns jetzt versucht, da irgendwie wieder vorzuboxen, das DRS. Dylan zieht da weg mit seinem ERS und macht jetzt einen Fehler. Dadurch kommen wir wieder in das ganze Fenster rein, was gut für uns ist. Aber trotzdem Runde 8, guck mal, wie viel Untersteuern wir haben durch den Flügelschaden. Wir haben keine Wand mitgenommen, nicht einmal. Deswegen, ich bin echt so verrückt gegangen. Hier noch ein Moment, wo mir dasselbe wie bei Dylan passiert. Das war halt wegen Flügelschaden, klar. Macht's schwieriger. Und ich wusste echt nicht, ich war so frustriert über der tolle Rennen vorbei. Also jetzt muss ich einfach Gas geben, hoffen fürs Safety Car. Und es kam das Safety Car. Wir hatten Glück. Wir kommen jetzt rein. Und ich habe die Option angestellt, dass unser Flügel gewechselt wird beim Schaden. Jetzt haben wir hier sogar noch die Wand ein bisschen mitgenommen. Aber Leute, das Untersteuern habe ich mir nicht eingebildet. Denn wir wechseln den Flügel. Ich hab's gesagt, ich hab's gespürt, auch wenn das Spiel das nicht angezeigt. Dieser ganz kleine, minimale Flügelschaden, dieser hellgrüne, den man nicht mal sieht auf der Tafel, auf dieser Anzeige. Genau das war das. Und es macht schon einen großen Unterschied, vor allem auf so Strecken, wo die Aerodynamik so extrem sensibel ist wie hier. Das ist schon wirklich, wirklich schmerzhaft. Und ihr werdet jetzt genau auch sehen, wieso der Flügel wirklich davor im ersten Stint komplett kaputt war und ich mir das nicht eingebildet habe. Ich habe zu viel Turnen. Ich komme nicht auf den Grip klar und ich werde es auch gleich sagen. Ich habe es auch zu meinem Engineer gesagt. Ich habe hier echt Struggle. Das Auto lenkt zu sehr, weil ich mich jetzt so ans Untersteuern gewöhnt habe. Und außen nichts ist das Auto wieder am Lenken. Schaut euch jetzt mal an, wie ich hier die Kurven überfahre. Also komplett gestört. Ich komme nicht drauf klar. Oh Gott, I have too much grip. Aber gut, da muss man sich einfach anfassen, die Augen zu und durch und lieber so, als wieder mit Flügelschaden und komplett langsam. Jetzt haben wir Thomas Ronner Ende Runde 16 hinter uns und vielleicht hätte ich die Außenlinie nehmen sollen. Thomas bremst spät außen und kommt damit vor uns. Wirklich ein sehr schönes Überholmanöver von Thomas Ronner. Kein Kontakt, super, super gemacht von ihm. Oder? Also GG ist da. Lucas Blakely, Flügelschaden, geht an die Box, wir ziehen damit eine Position wieder nach vorne. Wir faken einen Move gegen Thomas, passiert aber nichts natürlich. Er fällt nicht drauf rein. Und jetzt ist hier nächster Dreher, auch wieder McLaren, Wilson Hughes und hier ist noch mehr Chaos. What is going on? Das ist ja verrückt, was hier schon wieder los ist. Also wir sind jetzt gerade 13. und es sind noch ein paar Runden to go. Und jetzt vor uns Freddy auch noch. Also wir gehen auf Platz 12. Weil Freddy auf harten Reifen war und nicht an die Box gekommen ist im Safety Car. Und ja, jetzt schaut mal hier auch den Flügel und alles, was jetzt gerade vor uns fliegt, weichen wir komplett aus. Wir könnten ja auch gerne nochmal zurückgehen. Okay. Hier anschauen, das war wie so ein Matrix-Clip, richtig lustig. DRS ist jetzt wieder enabled, Virtual Safety Car kam raus, kein normales mehr. Das wäre jetzt nochmal ein interessanter gemacht, ob man dann an die Box kommt oder nicht, ich weiß es nicht. Gute Frage. Aber auf jeden Fall vor uns Ruben Petrini, den nächsten, den wir überholen wollen. Und das machen wir jetzt auch. Und überraschen damit auch Dylan Warren, denn er rechnet nicht, dass wir weiter pushen. Und damit kommen wir in den Attacke-Modus. Wir gehen nach außen, weil Thomas das auch gemacht hat. Und wir haben noch bisher keinen Kontakt, also hier war alles clean, aber jetzt in die nächste Kurve, jetzt achte mal darauf. Wir sind außen, ich weiß schon, wahrscheinlich aus Vergangenheit, der Kollege links wird wahrscheinlich zu spät bremsen. Ihr werdet auch achten mal auf den Vorderreifen, Verbremser und rammt sogar Dani. Deswegen bin ich weiter ausgewichen und muss dadurch natürlich meine Linie ein bisschen komprimieren. Da gab es einen kleinen Kontakt. Aber ich würde sagen, das war hart, aber fair. Vor allem, weil er es ja auch überschossen hat in Kurve 1. Könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt zu dem Incident. Weil er hat mich reportet, aber ich sage, das ist totaler Schwachsinn. War in der Kurve voraus, es war keine Dive-Bomb und nichts. Und ja, wir sind gerade im Kampf um den vierten Platz und auf der Start- und Zielgeraden. Es reicht nicht mehr, um Bari zu holen, aber wir sind Siebter auf der Strecke. Thomas hat eine 8-Sekunden-Strafe, deswegen werden wir auch Sechster sein. Und ein paar Leute wurden reported vor uns, zum Beispiel Dani und manch andere auch. Deswegen schauen wir mal.
Vielleicht gibt es ja noch ein paar Penalties. Ich lasse euch jetzt mit dem Outro. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ja, das ist solid. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, abonnieren und bis zum nächsten Video. Haut rein, euer Marcel. Peace.